Wie ermittelt man den Wert einer Immobilie? Wie findet man raus, was ein Marktpreis ist? Wie kann man also rausfinden, wann kaufe ich unter Marktwert, über Marktwert? Wie findet man auch raus, was der richtige Mietpreis ist? Die Firma PriceHubble probiert genau das. Seit einigen Jahren entwickeln die ein Tool, das das tun soll. Also eine künstliche Intelligenz, die aus ganz vielen Datenquellen heraus Daten sammelt, Portale beispielsweise, Gutachterausschuss und so weiter. Und dann mit künstlicher Intelligenz ermittelt und immer besser darin wird, vorherzusehen, was wohl ein richtiger Marktpreis wäre. Ist natürlich unglaublich gut, wenn man das nutzen kann. Das wird für immer mehr private Immobilieninvestoren auch gerade zugänglich. Und ich spreche mit den beiden Geschäftsführern von PriceHubble Deutschland in diesem Gespräch jetzt. Und ja, wir sprechen zuerst sehr ausführlich wirklich über das Evaluierungsmodell. Welche Daten nutzen Sie und welche Faktoren wirken sich auf den Preis wie aus? Da kann man das auch wirklich viel, viel draus lernen. Ich habe selbst gerade sehr viel gelernt in dem Gespräch. Wir sprechen über das Preismodell von PriceHubble, wie kann man das nutzen. Wir sprechen über Features, die in der Zukunft das Tool kommen sollen. Wir beschreiben natürlich das Tool ausführlich. Und jetzt geht es gleich rein in das Gespräch. Einen wichtigen Hinweis noch vorweg. In dem Gespräch sage ich ein paar Mal, dass wir im Nachgang ein Screencast aufnehmen, der das Tool zeigt. Das haben wir nicht mehr gemacht, weil in dem Gespräch selbst, das werdet ihr merken, der Christian das Tool einmal so gut beschreibt, dass wir dort den Screencast einfach drüber blenden, sodass ihr einen sehr guten Eindruck auch kriegt, wie das Tool von innen aussieht. Das ganze Gespräch in Summe geht deutlich über eine Stunde. Wenn ihr das jetzt hier gerade auf dem Podcast hört und ihr wollt dann auch den Screencast sehen, dann bitte einfach auf den Immocation YouTube-Kanal gehen und dort den zweiten Teil angucken. Und jetzt ganz viel Spaß in dem Gespräch. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Wenn du darauf Lust hast, dann lohnt sich sicherlich auch ein Abo unseres YouTube-Kanals. Herzlich willkommen zu einem Gespräch, auf das ich mich sehr freue, und zwar mit den beiden PriceHubble Deutschland Geschäftsführern, mit dem Nima und dem Christian. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. PriceHubble ist ein Tool zur Immobilienbewertung, kommt aus dem Profibereich. Es geht also so ein bisschen darum, dass ich online Daten über eine Immobilie eingeben kann und dann einen Wert rausbekomme. Und so wie ich PriceHubble auch verstehe, seid ihr als Firma dahinter, dass das eben euer Hauptgeschäftsfeld ist. Also es geht nicht darum, nebenbei noch irgendwie mal ein Bewertungstool zu haben, was eigentlich am Ende Leads sammelt oder so, sondern es geht wirklich darum, auch mit künstlicher Intelligenz, also mit wirklich komplexen Verfahren auch, rauszufinden, was ist eine Immobilie an einem ganz bestimmten Standort zum aktuellen Zeitpunkt wert. Und wir haben ja, sind ja auch eine Kooperation eingegangen, können wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber ich glaube, das Tool ist sehr interessant für private Immobilieninvestoren. Ich weiß, dass es viele auch schon benutzen. Und ja, jetzt freue ich mich eben sehr, mit euch beiden einmal die Geschichte hinter PriceHubble zu verstehen und dann ganz speziell, das soll der Hauptteil des Gesprächs sein, darüber zu sprechen, wie kommt ihr denn jetzt auf eine Immobilienbewertung online, ohne dass ja tatsächlich auch ein Gutachter rausfährt. Insofern würde ich sagen, fangt doch mal an, erzählt uns die Gründungsgeschichte. Vielleicht könnt ihr auch ganz kurz nur anfangen, euch nochmal kurz vorstellen und dann, wie ist es eigentlich losgegangen mit PriceHubble? Jo. Dann fange ich, Christian, mal an. Danke Marco für die kurze Einführung. Ich bin Christian Krein, wie du richtig sagst, ist einer der beiden Geschäftsführer der PriceHubble Deutschland GmbH. Und ich war damals, oder Gründungsgeschichte PriceHubble ist so ein Stück weit entstanden aus einem anderen Unternehmen heraus, der Moneypark AG in der Schweiz, dazu mal Ende 2015, Anfang 2016. Eben auch aus einer Optik, wie kann ich die Kundenstrecke ein Stück weit vertikalisieren? Und da kamen wir an einer Frage vorbei, die jeden Teilnehmer entlang der Wertschöpfungskette Wohnimmobilie interessiert. Und diese Frage ist, mal ganz grob gesprochen, was ist die Hütte wert? Ja? Oder etwas exakter, wie Niemeyer hier noch ausführen wird, was ist der statistisch wahrscheinlichste Markt- und Mietpreis einer Wohnimmobilie? Und dann aber nicht vor dem Hintergrund der herkömmlichen Bewertungsverfahren sich die Antwort auf diese Frage zu suchen, sondern eher zu schauen, was
beeinflusst eigentlich so einen Preis am Markt? Welche Faktoren über Ausstattung und Qualität, Zustand einer Immobilie haben noch Einfluss auf den Marktpreis und den Mietpreis einer Immobilie? Und dann sind wir gestartet mit der ETH Zürich, dort einen Algorithmus zu bauen. Und dann haben wir die ersten Tests gelaufen und haben gemerkt, dass wir, da kann Nima auch gleich noch was dazu sagen, dass wir wirklich sehr schnell innerhalb der Range von 5-15% Abweichung zur tatsächlichen Transaktion gekommen sind. Und dann war klar, dass wir mit diesem Tool tatsächlich alle Teilnehmer entlang der Wertschöpfungskette Wohnimmobilie erreichen können, die sich einmal oder die einmal in ihrem Leben oder mehrmals in ihrem Leben die Antwort auf die Frage, was ist eben der statistisch wahrscheinlichste Markt- und Mietpreis einer Wohnimmobilie, beantworten müssen. Soweit mal mein Input dazu. Genau, und ich bin Nima, der Co-Geschäftsführer von Preishubble Deutschland, wie Christian eben schon sagte. Ich bin ein bisschen stärker für die Themen Daten und Analytik zuständig. Dieses Thema statistisch wahrscheinlichster Preis, das treibt mich schon etwas länger um. Ich habe vor Preishubble auch ein Startup gegründet, das hieß Immolize. Das ist heute Teil von Preishubble. Ich bin sozusagen 2017, als ich die Gründer von Preishubble kennengelernt habe, mit meinem Startup dazugestoßen, und seitdem stellen wir hier sozusagen die Preishubble Deutschland dar, gemeinsam mit Christian. Und wir entwickeln das Modell ständig weiter, versuchen ständig neue Datenquellen hinzuzufügen, um sozusagen wirklich diesen Wert so gut wie möglich berechnen zu können für unsere Kunden. Was ist die Hütte wert? Habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. Das ist tatsächlich eine sehr zentrale Frage. Ja. Jetzt, Nima, du hast gerade gesagt, für eure Kunden, wer sind eure Kunden? Wo kommt ihr eigentlich her? Weil es ist ja jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch neuer, dass ihr für einen privaten Immobilieninvestor langsam interessant werdet. Ne? Das ist Clubhouse, die neueste App, die gerade wie Sau durch die Decke geht. Sie ist wie gemacht für Immocation, sie ist wie gemacht für die Immocation Community. Ich möchte kurz erklären, was Clubhouse ist und was wir da mit Immocation vorhaben und warum es so genial sein wird in meinen Augen. Also was ist Clubhouse? Clubhouse ist eine App, du kannst es vorstellen wie ein Live-Podcast. Du kannst Leuten folgen, du gehst in die App rein und kannst dann in verschiedene Talks reingehen, Clubs, hörst dort zu und dann gibt es Speaker, einen Moderator, mehrere Speaker, und aber jeder, der zuhört, kann auch die Hand heben und kann sagen, ich habe eine Frage, und dann wird er quasi wird er als Speaker hochgeholt und kann dann auch seine Frage stellen und live interagieren, und es entwickelt eine ganz eigene Dynamik, ist ausschließlich live, ist also quasi ein Live-Podcast, aber mit Interaktion. Du kannst entweder nur zuhören oder aktiv mitmachen, und das ist, ich finde es genial für Immocation. Warum? Weil wir haben bei Immocation einige Experten, 24 Coaches beispielsweise. Wir haben eine riesen Community und wir wollen ja euch irgendwie so nah wie es geht sein und wirklich mit euch interagieren. Und es gab eigentlich nie ein besseres Format, wo man das so intim und so intensiv tun kann. Und deshalb gilt Immocation Goes Clubhouse, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da dabei seid. Wir planen ja wahrscheinlich irgendwelche Daily Immobilien Talks zu verschiedenen Themen, in denen ihr gerne mitdiskutieren könnt, eure Fragen stellen könnt. Wir starten auf jeden Fall immer Mittwoch 17.30 Uhr den Immo Starter Club bei Immocation auf Clubhouse. Wenn ihr dabei seid, einfach mir folgen, @Marco_Lücke, Marco mit C, Lücke mit UE. Da findet ihr mich auf Clubhouse, und ich bin täglich aktiv und freue mich auf Gespräche mit euch. Ja, also die ursprünglich waren es tatsächlich diejenigen Kunden, die, also wir sind B2B orientiert. Das heißt also, unsere Kunden sind normalerweise wirklich Businesskunden. Und zwar zwei verschiedene Arten von Businesskunden. Der eine, der auch mit einem Endkunden wiederum zu tun hat. Also klassischerweise ein Immobilienmakler, ein Finanzberater, Vermögensverwalter, eine Bank, ein Versicherungsunternehmen, all Finanzberatung. Und dann auf der anderen Seite auch die größeren institutionellen Teilnehmer am Markt, Asset Manager, Developer und so weiter, die wirklich in Größenordnungen
in Wohnimmobilien investieren und dort eben natürlich auch vielleicht in anderen Größenordnungen, aber trotzdem dasselbe machen wie private Investoren. Also sie stehen immer wieder vor der Entscheidung, Fix and Flip, Fix and Hold. Also was sind wirklich gute Ankaufsprofile, Ankaufssituationen und was mache ich dann mit dieser Immobilie? Drehe ich sie wieder raus oder behalte ich sie? Oder wenn ja, wie lange? Diese Fragen beantworten wir bislang eben auf der B2B-Seite und natürlich hat es den gleichen Need für den privaten Endkunden oder privaten Immobilieninvestor. Da werden wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber das ist erstmal auf die Frage geantwortet, wo kommen wir eigentlich her und was sind unsere Hauptkunden? Das heißt, weil du jetzt gerade schon speziell sagtest, Fix and Flip, Fix and Hold, ich glaube, das sind Begriffe, die auch die Immocation Community gut kennt. Da spielt es ja quasi eine Rolle, dass ich auch immer wieder den Wert der Immobilie neu evaluiere und verstehe, oder? Also wo du gerade gesagt hast, also die auch die größeren, die B2B-Kunden, die haben tatsächlich ständig den Use Case zu verstehen, was ist die Immobilie wert, um dann bessere Entscheidungen treffen zu können. Habe ich richtig verstanden, oder? Ja, absolut. Also das ist ein fortlaufender Prozess und da kommt es eben darauf an, schnell und akkurat zu sein und vor allen Dingen auch zu verstehen und wenigstens ein Stück weit transparent zu machen, wie so ein Wert eigentlich zustande kommt oder wie so ein Marktpreis eigentlich zustande kommt. Und schnell heißt eben wirklich, wenn die Daten vorhanden sind, wenn sie schon im System oder in der Preishubble-Plattform drin sind, mit einem Knopfdruck einfach wirklich in Echtzeit die Aktualisierung zu bekommen und wirklich immer zu einem Stichtag, wo ich reingucke, wieder in Echtzeit den Wert zu bekommen, nebst der Aussicht nach vorne gerichtet. Also was könnte die Wertentwicklung in den nächsten Monaten weiter sein? Aber auch immer wieder in den Rückspiegel zu schauen, wo kam eigentlich der Wert der Immobilie her aus den letzten Quartalen? Und es ist ja quasi so, dass eine Immobilie den Wert verändert, alleine dadurch, dass Zeit vergeht, eben weil sich der Markt ja irgendwie verändert. Oder dass ich die Immobilie in irgendeiner Form verändere, also entwickle, ne? Und auch das, und das ist ja wirklich auch eine Besonderheit, was mir auch große Freude macht in Pricehubble, ich benutze ja seit einigen Monaten auch schon, dass ich tatsächlich auch den sagen kann, ich habe jetzt renoviert, ich habe saniert, ich habe irgendwas verändert und kriege dann auch den geänderten Wert, den das hervorgerufen hat. Und das kann ich natürlich auch tun, bevor ich saniere, um so ein bisschen zu evaluieren, lohnt sich die Sanierung und wie viel Wert hebe ich eigentlich damit. Ja, jetzt würde ich sagen, beschreibt doch mal das Tool. Also wie funktioniert es? Wie sieht es aus? Wie kann ich es benutzen? Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, aus meiner Sicht gesprochen, mit dem wissenschaftlichen Teil an, würde ich sagen. Einfach um den Unterschied mal rauszuarbeiten zu den herkömmlich traditionellen Verfahren. Vielleicht eine kleine Ergänzung von mir vorab dazu. Ich glaube, da wirst du vielleicht auch noch drauf Bezug nehmen, Nima. Aber wir hatten ja mal, glaube ich, diese Studie gesehen 2018, die McKinsey mal in Auftrag gegeben hatte, wo es darum geht, welche Faktoren beeinflussen eigentlich den Marktpreis. Und da ist mal so ganz grob rausgekommen, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, dass knapp 60% des Marktpreises eben durch, wir nennen das nicht traditionelle Informationen und Eigenschaften beeinflusst werden. Also diese Themen wie, was ist die Angebotsdynamik, was ist überhaupt die Angebots- und Nachfragedynamik am Markt, was sind Point of Interest, was ist die Infrastruktur, was ist Aussicht, Sonnenschein und solche Themen. Also gar nicht so sehr ist die Heizung jetzt der neueste Standard oder was ist jetzt der Ausstattungsgrad des Bades, sondern eben auch viele, viele andere Faktoren. Das mal so eher aus einer höheren Flugebene, aus einer Business-Ebene drauf geschaut. Und jetzt übergebe ich mal an dich, Nima, und wir schauen mal, dass wir mal den Nukleus etwas hervorholen aus dieser Automatic Valuation Model-Geschichte. So heißt das Modell bei euch, ne? Genau. Ja. Ja. Gerne, ja. Ich versuche mal nicht zu wissenschaftlich zu werden, nicht, dass unsere Zuhörer hier einschlafen. Aber genau, AVM, Automated Valuation Model, also automatisiertes Bewertungsmodell. Erstmal, was heißt das? Im Grunde geht es darum, dass es ein mathematisch-statistisches Modell ist, mit dem ich jetzt aus Daten, die ich habe, Preise prognostizieren
möchte. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, wie man das macht. Und wir haben eben einen Ansatz entwickelt für uns. Und der ist eigentlich gar nicht so anders, wie jetzt ein Mensch dran gehen würde, wenn er eine Immobilie bewertet. Also ich glaube, das kennt jeder intuitiv, wenn man jetzt eine neue Immobilie vorgelegt bekommt und die hat irgendeinen Angebotspreis und ich möchte jetzt wissen, ist das ein guter oder ein schlechter Preis, dann gehe ich in der Regel erstmal auf eine Immobilienplattform und suche nach Vergleichsobjekten und schaue, was ich da finde. In der Regel finde ich nicht das identische Objekt, was schon mal verkauft wurde vor 3 Monaten, sondern die sehen dann halt immer ein bisschen anders aus. Entweder ist der Zustand anders, die Größe, anderes Baujahr und so weiter. Und dann versuche ich halt zu bewerten, okay, die Immobilie ist jetzt ein bisschen älter, dafür auch ein bisschen günstiger, dann passt das vielleicht mit dem Preis, den ich hier vorliegen habe. Und dieser Prozess, das macht das AVM sozusagen auf Steroiden. Es kann sich nämlich nicht nur wie ein Mensch 3, 4 Immobilien parallel anschauen, sondern Tausende oder Hunderttausende. Und was es jetzt macht, ist den Zusammenhang zu extrahieren zwischen den Eigenschaften der Immobilie und dem Preis. Und diese Zusammenhänge, die können eben nicht nur linear sein, je mehr, desto mehr sozusagen, sondern sie können nicht linear sein und sie können miteinander interagieren. Ich mache mal ein Beispiel. Das kennt, glaube ich, jeder, die Nichtlinearität der Wohnfläche. Also wenn man eine große 200 Quadratmeter Wohnung hat, dann ist zusätzlicher Quadratmeter natürlich nicht so viel wert wie bei einer kleinen 40 Quadratmeter Wohnung. Das heißt, da gibt es einen abnehmenden Grenznutzen. Sowas kann das Modell rausziehen aus den Daten. Eine andere Sache sind Interaktionen. Beispiel Aufzug. Ein Aufzug ist natürlich für eine Wohnung im 5. Stock viel mehr wert als für die Wohnung im Erdgeschoss. Für die Wohnung im Erdgeschoss ist im Zweifel hat der Aufzug sogar einen negativen Wert, weil ich muss dafür bezahlen, aber er bringt mir jetzt nicht so viel. Und das ist eben eine Wechselwirkung, eine Interaktion zwischen der Eigenschaft Stockwerk und Aufzug. Und solche Interaktionen kann es halt alle möglichen geben und die können auch dreifach und vierfach sein. Und da hört es dann eben irgendwann auf mit dem Bauchgefühl, was man so als Mensch entwickelt. Und das kann dann eben die Maschine viel besser, nämlich ganz viele Daten auswerten und diese Zusammenhänge lernen sozusagen. Also du hast gerade schon das Wort Lernen gesagt, also euer AVM, eure Maschine, wie auch immer, das ist eine künstliche Intelligenz lernt ja, indem man ihr quasi immer Muster vorsetzt und zeigt, was passiert ist und dann erkennt sie selber Muster, also man setzt die Ergebnisse eigentlich vor und sie erkennt selber Muster, vielleicht kann man so sagen, ne? Mhm. So ist zumindest mein laienhaftes Verständnis und jetzt ist quasi hier immer eure Maschine, euer AVM, kennt den Preis, zu dem die Immobilie gehandelt wurde und hat dann diese ganzen Eigenschaften, die du gerade gesagt hast und stellt so quasi irgendwann selber fest, ach krass, diesen Zusammenhang gibt's, ein Aufzug im Erdgeschoss ist eher negativ. Genau, also wir haben sozusagen rund um die Uhr Mechanismen, die Daten erheben. Also ganz wichtig sind natürlich Immobilienangebote und Transaktionen. Das heißt, wir ziehen ständig die ganzen Angebotsdaten von den Plattformen und dort versuchen wir auch möglichst viel über die Immobilien zu verstehen und zu strukturieren, diese Daten. Das ist erstmal der erste Schritt, der sozusagen die Fleißarbeit ist, erstmal die ganzen Eigenschaften da herauszuarbeiten und so zu strukturieren, dass ein Rechner das verstehen kann. Und das sind einmal Daten zur Größe, zur Ausstattung, zur Qualität und zum Zustand der Immobilie, aber dann auch zur Lage natürlich, erstmal ganz genau oder möglichst genau zu verstehen, wo ist diese Immobilie und dann was ist das für eine Lage? Da eben Sozioökonomie sich anzuschauen, Points of Interest, also Einkaufsmöglichkeiten, U-Bahn-Station, Busstation. Dann das Thema Neubauprojekte, was passiert in der Umgebung, wie entwickelt sich diese Lage?
Und dann auch ganz wichtig das Thema Erreichbarkeit. Also wie lange brauche ich, um zum nächsten Supermarkt zu kommen? Wie lange brauche ich, um in eine Innenstadt zu kommen? Wo ist der Flughafen und so weiter? Also wir müssen gleich über Datenquellen und Qualität und so, glaube ich, noch sprechen. Das würde mich sehr interessieren. Aber jetzt eine Frage vorab. Also man kann ja, was du gerade auch beschreibst, wir werden auch übrigens noch im Nachgang ein Video aufnehmen, was dann nur auf YouTube zur Verfügung steht, wo wir das Tool wirklich, wo ihr beide das Tool mal erklärt, was man da alles sehen kann. Also wer da genauer dann auch reinschauen möchte und so. Und man kann ja diese Informationen dann auch aus dem Tool rausbekommen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt für Magdeburg, weil wir dort ein Haus haben und da aber noch nie vermietet haben und jetzt langsam gerade sanieren und in die Vermietung dann gehen wollen. Und wir haben festgestellt, also es hat uns Pricehubble quasi gesagt, dass in Magdeburg die 80, 90 Quadratmeter Wohnungen pro Quadratmeter mehr Miete bringen als die kleinen Wohnungen. Das ist also ein extrem interessanter Zusammenhang, den wir mehr oder weniger zufällig beim Durchklicken dann entdeckt haben. Wir werden es dann, also ich werde berichten, nachdem wir in der Vermietung waren, ob wir das dann aus der Praxis bestätigen können. Aber mal, jetzt ist meine Frage, du hast gerade ein paar total interessante Zusammenhänge gesagt, ne? Bleiben wir beim Beispiel Aufzug EG. Ist das, wie muss man sich das vorstellen? Kann das System, also sagt das System dir, hey Nima, ich habe wieder was Interessantes gefunden, das könnte man vielleicht auch mal so betrachten? Oder ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was das System alles weiß, oder? Also das lernt es, ohne es euch zu sagen. Genau, also so auf ohne weiteres kriegt man das nicht raus. Das ist erstmal eine Blackbox. Also das System entwickelt, so kann man sich das vorstellen, eine ganz komplizierte mathematische Formel aus den Daten heraus, die diesen Zusammenhang beschreibt. Also Preis ist gleich und dann kommt Wohnfläche mal sonst was und so. Also diese Formel spuckt dann den Immobilienpreis raus, wenn man der Formel jetzt die Daten zu einer bestimmten Immobilie gibt. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, dass wir jetzt aus dieser sehr komplexen Formel, die da rauskommt, herauskriegen, was hat das Modell denn gelernt. Man kann dann zum Beispiel auf einem Graph abtragen, wie denn dieser Verlauf der Wohnfläche aussieht, wenn man alle anderen Eigenschaften konstant hält und dann nur variiert. Ich gehe jetzt von 20 Quadratmetern bis 200 Quadratmetern und schaue mir an, wie der Preis aussieht. Und das ist natürlich sehr spannend und da sieht man dann diese ganzen Effekte, die das Modell dort gelernt hat. Okay, verstehe. Also ich muss ja quasi, klar, wenn ich jetzt einen Graph abtragen will, wie wickelt sich der, wie wirkt sich die Quadratmeter Wohnfläche quasi aus, ne? Und ist dann der Grenznutzen, wie du es vorhin gesagt hast, zum Beispiel ein Quadratmeter mehr bringt dann nicht mehr so viel, es sei denn, es gibt jetzt irgendwie Besonderheiten vielleicht wie in Magdeburg oder so. Dann muss aber sichergestellt sein, dass das alles Vergleichsobjekte sind, die Wohnungen im EG sind und keinen Aufzug haben beispielsweise, ne? Oder noch ganz viele andere Kriterien müssen ja eigentlich gleich sein. Damit du überhaupt die Wohnflächenerkenntnis quasi sauber rausziehen kannst. So. Ja, also es muss zumindest in dem großen Datensatz, wo Hunderttausende von Beispielen drin sind, muss es solche Beispiele geben in ausreichender Anzahl. Aber das Schöne ist, dass das Modell sozusagen aus dieser ganzen Masse von Daten die einzelnen Eigenschaften tatsächlich isolieren kann und wir jetzt nicht das 1:1 Beispiel, also die eine Wohnung mit genau den gleichen Eigenschaften brauchen eigentlich, sondern wir können am Ende, wissen wir, was die einzelnen Variablen tun und nicht was, ich brauche nicht eine identische Wohnung, weil das ist ja gerade das Problem, die gibt es ja nicht, das ist das ist ja ein Problem, was wir hier lösen. Ich werde nie das ist ja das Schwierige bei Immobilien, dass jede Immobilie ist irgendwo auch ein Unikat, alleine wegen der Lage. Eine Adresse gibt es immer nur einmal und das macht das Ganze so schwierig, wenn ich jetzt meinen Gebrauchtwagen bewerte, da kann ich auf mobile.de gehen und finde dann vielleicht sogar das gleiche Modell, auch das gleiche Baujahr und die gleiche Farbe. Aber bei einer Immobilie, das sind immer Unikate und da muss ich immer irgendwie eine Abwägung machen, was sind diese Unterschiede jetzt, was haben die für einen Einfluss auf den Preis? Ja, also
Jetzt kommen wir dann wirklich gleich zu Datenquellen, aber ich finde es mega spannend. Ich will nur eine Frage hinterher stellen. Ihr sagt ja auch im Tool, wie sicher ihr euch seid. Ne? Ich glaube, in drei Stufen ist das richtig, oder da wird zumindest gesagt, sicher, mittel oder wenig sicher oder so. Ne? Wie kommt das zustande? Genau, das Modell gibt nicht nur eine Preisschätzung wieder, sondern es gibt sozusagen eine Preisverteilung wieder. Und die ist entweder schmaler oder breiter, je nachdem, wie ich formuliere es jetzt mal wie ein Mensch, also wie sicher sich das Modell fühlt auf Basis der Daten, die es da zur Verfügung hat. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, je mehr ähnliche Beispiele da sind, desto besser. Und entsprechend kann es auch mal sein, dass wir in einer bestimmten Region weniger ähnliche Beispiele haben. Und dann haben wir das vereinfacht in so einer Ampel dargestellt in drei Stufen, wie zuverlässig die Schätzung jetzt ist. Kannst du da vielleicht noch einen Tipp für die Praxis geben? Also wenn da jetzt rauskommt, das ist nicht sehr zuverlässig, kann man dann in Prozent sagen, da kannst du dann plus minus 10 oder plus minus 50% Abweichung haben? Ja, also theoretisch ist es tatsächlich so, dass es, dass da diese Verteilung hintersteht. Die genauen Zahlen, die habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, also was hinter einer roten Ampel sozusagen steht. Wahrscheinlich ist es dann deutlich mehr, vielleicht 30% oder 20% Abweichung statt 15 bis 5. Also wir sind ja, die Masse der Schätzung ist ja tatsächlich sehr nah um den tatsächlichen Wert herum, das messen wir ja auch. Aber also ich persönlich würde mich immer noch eher auf so eine Schätzung, auch wenn sie unsicher ist, verlassen, als auf irgendein Bauchgefühl oder auf irgendeine andere Dinge, weil das Modell ja schließlich alles verarbeitet, was an Daten da ist. Ja. Wenn in der Praxis ist es häufig so, haben wir festgestellt, auch in den Interaktionen mit unseren Kunden und auch in den Interaktionen auch mit den Immocation-Nutzern ist es so, dass die, selbst wenn die Ampel eben mal auf schlecht steht, kann der Wert trotzdem sehr, sehr nah an der Realität sein. Nur die zugehörige Preisspanne ist halt etwas größer. Und es sind ein paar mehr Unsicherheiten auf dem Weg dorthin gewesen, diesen Preis zu ermitteln. Und insofern, wenn die Ampel eben voll auf grün steht, also auch wirklich auf gut und alles ist super, dann wird auch die Preisspanne, in dem der Wert sich bewegt, deutlich kleiner sein. Ja, also das ist ja wirklich für einen privaten Immobilieninvestor, der vielleicht auch gerade einsteigt, ist das halt echt ein Hammer, was ihr da macht oder probiert oder auch schon tut, weil der Immobilienmarkt, der ist ja so kleinteilig und der lebt so sehr von Bauchgefühlen. Wenn man mit Leuten spricht, die seit 20, 30 Jahren im Markt sind, die sagen einem natürlich, also klar, mein Bauchgefühl, ich mache hier Deals seit 20 Jahren, ich weiß, was das Zeug wert ist. Und das quasi, das kannst du eigentlich nur lernen, indem du sehr lange aktiv bist in einem Markt. Und das versucht ihr ja aber jedem zur Verfügung zu stellen, indem das halt Price Hubble lernt und eigentlich diese ganzen Erfahrungswerte quasi dann wirklich mathematisch bewertet. Ja, ja, cool. Und ihr sagt aber, der Großteil ist tatsächlich eine grüne Ampel. Und da reden wir dann über eine Abweichung von 5 bis 10 oder 15%. Korrekt, ja. Ja. Cool. Dann lasst uns mal über Datenquellen sprechen. Also wo nehmt ihr die Daten her und wie gut ist die Qualität der Daten, die ihr habt? Genau, also wir versuchen eigentlich alle Datenquellen anzuzapfen, die relevant sein könnten. Und da scheuen wir auch keine Kosten und Mühen. Also wir haben ein ganzes Team, das sich nur darum kümmert, zum Beispiel Immobilienportale, aus Immobilienportalen Daten zu erheben, und zwar rund um die Uhr. Immer wenn da irgendwo ein neues Inserat eingestellt wird, dann landet das irgendwann in unserer Datenbank. Darf ich da gleich fragen, Nima? Entschuldigung, das ist ja im Portal, das ist ja ein Angebotspreis, der hat da nichts mit der Realität zu tun, könnte man jetzt sagen. Naja, also wir haben auch Transaktionsdaten und wir korrelieren die natürlich miteinander. Und da sehen wir, dass Angebotsdaten sehr wohl sehr hoch korreliert sind mit Preisdaten.
Sicherlich gibt es da immer einen Verhandlungsspielraum und der ist auch unterschiedlich, der ist nicht immer gleich. Also der ist in einigen Märkten kleiner und kann auch mal negativ werden. Es gibt ja auch die Situation, wo dann irgendwann ein Bieterwettbewerb stattfindet und der Transaktionspreis dann eben höher ist als der Angebotspreis. Aber auch das ist etwas, was so ein AVM lernen kann, wenn man ihm diese Daten zur Verfügung stellt. Und das Wertvolle bei den Angebotsdaten im Vergleich zu den üblichen Transaktionsdaten ist, dass sie eben in größerer Fülle verfügbar sind, eine höhere Aktualität haben. Sie entstehen eben täglich. Man sieht da das tägliche Marktgeschehen. Und oftmals hat man sehr viel detailliertere Beschreibung der Immobilie, also viel mehr Eigenschaften zu der Immobilie, als das jetzt bei einem Transaktionsdatensatz der Fall ist. Zudem kommt die Datenverfügbarkeit. Also wir sind ja in mehreren Ländern aktiv, in Europa und auch über Europa hinaus. Und in Deutschland ist es tatsächlich ziemlich schwierig, an Transaktionsdaten zu kommen. Das weiß jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und da müssen wir halt über Kooperationen gehen und über verschiedene Wege, dass wir auch hier in Deutschland eben Transaktionsdaten erheben. Genau, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also die Portale, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, an die Daten kommt man ran. Dort ist dann ja auch angegeben und eine Beschreibung von der Immobilie. Macht das total Sinn, was du sagst? Okay, wir wissen halt zum Beispiel, in München wird in der Regel 10% hochgeboten, wäre jetzt mal meine These, ja, während vielleicht in einer normalen C-Lage in der Regel dann 10% runterverhandelt wird. Sowas lernt quasi ja das System und dann kann man sagen, deswegen kann man dann mit Portaldaten, die in viel größerer Menge da sind, das System auch arbeiten lassen, weil es das gelernt hat. Wo kommen in Deutschland die Transaktionsdaten dann her? Der Gutachterausschuss, die haben immer so Daten oder was? Wo kriegt man sowas her? Genau, also der Gutachterausschuss, das ist ja auch eine Besonderheit in Deutschland, der ist ja eine lokale Institution, also jede Stadt hat seinen eigenen Gutachterausschuss und der bekommt von den Notaren die Kaufverträge zugeschickt. Also die kennen die Kaufpreise, aber die kennen in der Regel wenig zu den Immobilien und deswegen schicken sie dann immer einen Fragebogen an den Käufer und hoffen, dass der dann antwortet und ein bisschen was sagt, was das eigentlich für eine Immobilie ist. Diese Daten sind aber nicht öffentlich zugänglich, sondern der Gutachterausschuss berechnet dann alle möglichen Kennzahlen, zum Beispiel den Bodenrichtwert, und das nehmen dann Gutachter für ihre Verfahren. Zum Teil nutzen wir diese Daten auch, aber das Problem ist, unser Algorithmus möchte halt gerne nicht nur einen Bodenrichtwert haben, das ist nämlich schon ein Ergebnis einer statistischen Berechnung, das ist ja sowas wie ein Durchschnittswert, sondern unser Algorithmus würde gerne die Rohdaten haben, also den Preis einer einzelnen Transaktion. Und der bessere Weg für uns ist, über unsere Kundenbeziehung zu gehen. Das ist ja das Schöne, dass wir eben mit professionellen Kunden zusammenarbeiten, die zum Beispiel Immobilienfinanzierung machen oder Immobilienmakler, die eben Verkäufe begleiten. Und da haben wir eben Kooperationen, bei denen unsere Kunden uns Transaktionsdaten in anonymisierter Form zur Verfügung stellen. Wir müssen natürlich auch den Datenschutz berücksichtigen, aber anonymisiert geht das und so mischen wir sozusagen unseren Daten diese Transaktion bei, die wir von unseren Kunden letztendlich erhalten. Cool, also kann ich auch nur, das können wir im Nachgang ja auch nochmal sprechen, wie wir was beitragen können. Also die Immocation Community kauft ja auch fleißig Immobilien. Ich glaube, das ist tatsächlich eine coole Idee. Also wenn wir echte Daten haben, also logischerweise immer anonymisiert, ne? Ich glaube, viele haben auch ein Interesse, das Modell zu unterstützen, ne? Also können wir auch gucken, ob wir vielleicht ein bisschen was beitragen können. Ja. Unbedingt. Ja. Ja. Toll, ja. Ich sage da auch immer gerne zu, das ist fast wie ein genossenschaftliches Prinzip. Ja. Ja, also das ist das kommt natürlich dann auch wieder zu den Nutzern zugute. Das heißt, wenn ich etwas dazu beitrage, Marco, wie du richtig sagst, dann habe ich über Zeit auch mehr davon am Ende des Tages wieder. Und je mehr Leute das tun, desto mehr haben eben alle anderen auch was davon. Das ist halt wirklich eine Interaktion einer wachsenden Gemeinschaft. Ja, und es kann für den privaten, ich sag mal, Kleinstinvestor, kann es ja nur ein Vorteil sein, wenn er auf viel, viel mehr Datenintelligenz quasi zugreifen kann. Ne? Von der Rolle allein, die er im Markt hat, muss das ja eigentlich ein echter Vorteil sein. Also ganz speziell ist quasi auf die Immocation Community gesprochen.
Okay, was gibt es noch für Datenquellen? Also Portale, Transaktionsdaten, wo holt ihr noch Daten her? Genau, teilweise kaufen wir einfach Daten schlicht hinzu, also zum Beispiel bei den Sozioökonomika, da gibt es Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, diese Daten zusammenzutragen aus allen möglichen Quellen. Also die werden ja zum Beispiel von statistischen Landesämtern erhoben, ja, die Bevölkerungszahlen, Alter, Einkommen und so weiter. Und das ist eine tierische Arbeit, das alles zusammenzutragen und zu strukturieren. Wenn wir das selber machen würden, dann kämen wir nicht mehr zu unseren Bewertungsmodellen. Und diese Daten kaufen wir schlicht hinzu. Das heißt, das ist so eine zweite Kategorie von Daten, die wir kaufen. Das dritte ist, also neben den Portalen, wo wir automatisiert Daten erheben, den Daten, die wir dazu kaufen, gibt es auch noch Open Data, also Daten, die Menschen freiwillig oder weil sie die Community unterstützen möchten, freigeben. Ein Beispiel ist OpenStreetMaps, wo ganz viele ja, dazu beisteuern, dass dort Karten akkurat sind, dass dort Points of Interest gepflegt werden. Das nutzen wir auch. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil das manchmal nicht ganz aktuell ist. Das hängt halt immer davon ab, wie aktiv in einer Region da die Leute das pflegen. In Deutschland ist das im Großen und Ganzen sehr, sehr gut im Vergleich und sehr viele Leute arbeiten daran mit. Aber man muss das dann so ein bisschen ergänzen. Also für bestimmte, ja, für bestimmte Datenkategorien ergänzen wir das dann noch mit eigenen Datenerhebungen, zum Beispiel bei den Schulen, wo wir dann versuchen, offizielle Daten zu bekommen, wo solche Schulen, also wo Schulstandorte sind zum Beispiel. Wie weit würdest du sagen, seid ihr? Also steht euer AVM am Anfang seiner Lernkurve? Ist das quasi noch selber ein Schulkind oder ist das schon fast fertig ausgebildet und lernt nicht mehr so viel Neues dazu? Oder kann man das überhaupt sagen? Ich glaube, es funktioniert schon sehr gut und wir sind schon sehr weit. Man muss auch sehen, also es gibt andere Länder, zum Beispiel die USA, wo es sowas schon viel länger gibt und sowas schon viel breiter genutzt wird. Aber dort ist auch die Transparenz, die Datentransparenz eine ganz andere. Also da kann man, in den USA kann man praktisch jede Transaktion frei einsehen, die stattgefunden hat. Und deswegen muss man in Märkten wie Deutschland ein bisschen kreativer sein, was Datenerhebung angeht und auch was die Modellierung dann angeht. Und ich glaube, da sind wir schon ziemlich weit, wobei wir noch nicht am Ende sind. Wir haben ganz viele schlaue Köpfe mit vielen guten Ideen, wie man das Ganze noch verbessern kann und was es noch vielleicht für Datenquellen gibt, die das Ganze verbessern. Aber man merkt schon, dass jede weitere Verbesserung jetzt nun einen immer kleineren Fortschritt bringt. Das heißt, auch hier gibt es einen abnehmenden Grenznutzen und wir kommen langsam in so eine Phase, wo es jetzt wirklich nur noch Optimierungen sind. Vielleicht Leute arbeiten. Entschuldigung. Kurze Ergänzung, weil Nima, du sagtest auch gerade eben schlau, kreativ und das sind natürlich die Attribute, die tatsächlich in Deutschland auch im Vergleich zur Schweiz oder Frankreich viel, viel stärker gespielt werden müssen, weil beispielsweise in der Schweiz oder in Frankreich eben auch Transaktionsdaten zur Verfügung stehen. Vielleicht eine kleine Ergänzung, ohne näher darauf einzugehen, aber wir haben sogar untersucht, wie sich ja, eine Vermehrung von Hipster-Cafés innerhalb eines Stadtgebietes oder eines Wohngebietes auf den Preis auswirken könnten oder nicht. Ja? Und konnten da tatsächlich etwas feststellen. Oder auch so Ideen,
mal langsam sich damit zu beschäftigen, sind Smart Home, IoT, ESG, also diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, gibt es da erste Impulse oder nicht? Da muss man sich auch mal ranwagen an die Themen. Wir hatten auch mal drüber überlegt, kann man untersuchen, es gibt so Unternehmen, die Emissionswerte, also Luftverschmutzung messen. Ja, natürlich, da gehen wir nicht blind dran vorbei, sondern wir gucken uns das an und wenn es einen Impact gibt, dann nutzen wir den und wenn nicht, dann nicht. Aber einfach, um auch der Community mal zu zeigen, dass wir wirklich weit über den Tellerrand hinaus gucken, als nur Qualität und Ausstattung von Fenster und Bad. Ja. Da würde ich gleich, genau da wollte ich gerade auch drauf hinaus, so ein paar Dinge vielleicht noch lernen zu können von euch, die ihr vielleicht schon wisst. Nur kurz die Frage noch, wie viele Leute arbeiten am AVM selbst? Also jetzt nicht Price Hub in Summe, aber wie viele Leute trainieren diesen Algorithmus? Also wir haben ein Team, das nennt sich Value Team und das sind die sogenannten Data Scientists, die Datenwissenschaftler, die jetzt am Modell selbst arbeiten und das sind jetzt, glaube ich, so um die ein Dutzend Leute. Und dann gibt es aber noch ganz viel drumherum, also das Property Team zum Beispiel ist dafür zuständig, dass die Daten in strukturierter Form zur Verfügung stehen, so dass das Value-Team daran weiterarbeiten kann. Und das sind dann nochmal 15 bis 20 Leute so um den Dreh. Die sitzen sehr verteilt. Also die sitzen nicht alle an einem Ort. Aber ja, man kann sagen, im Prinzip sind es über 30 Leute, die ja ziemlich nah an dem Modell dran arbeiten. Cool, ja, Respekt. Also in meinem alten Leben war ich ja bei IBM, kurz bei Amazon und also eine der gefragtesten Rollen überhaupt, die permanent geheiert werden sollen, sind Data Scientists in diesen Tagen. Ne? Also die sucht jeder. Ja, cool, absolut. Dass ihr... Ja. Also hoher Wettbewerb um diese schlauen Köpfe und da kommt uns ein bisschen zugute auch, dass wir eben international aktiv sind. Deswegen, wie ich gerade schon sagte, die sitzen eben verteilt, ein paar sitzen in Paris, einige sitzen in Zürich, andere sitzen in Berlin und Hamburg und die arbeiten halt remote schon lange zusammen, auch schon vor Corona. Und das funktioniert ziemlich gut. Ja, das haben wir auch festgestellt. Also wenn man international hiren kann, ist natürlich was ganz anderes, wie zu sagen, ich brauche die Leute in München. Ne? Ja. Dann lasst uns auf den nochmal versuchen irgendwie. Ich fand das gerade ganz spannend. Christian, du hast am Anfang gerade gesagt, 60% des Wertes einer Immobilie basiert auf nicht traditionellen Kriterien oder Eigenschaften. Könnt ihr nochmal beschreiben, was aus eurer Sicht mit den Dingen, die ihr jetzt so wisst und gelernt habt, mit den Jahren des Trainierens vom AVM und so, was beeinflusst den Wert einer Immobilie? Es gibt da die alte Weisheit Lage, Lage, Lage. Und da ist sicherlich auch was dran. Also das wird die wenigsten überraschen. Die Lage spielt natürlich eine zentrale Rolle für eine Immobilie. Nicht nur die Mikrolage, also wo in was für eine Art von Viertel wohne ich und was gibt es da drumherum für schöne Cafés und Restaurants und so weiter, sondern auch wie ist die Erreichbarkeit? Wir haben in Frankreich eine schöne Studie mal gemacht, wo wir uns angeschaut haben. Damals ging es um Büroimmobilien. Wie hängt der Wert ab von der Anzahl der Einwohner, die das Büro in einer bestimmten Zeit, 30 Minuten, erreichen können? Und das ist zum Beispiel ein zentraler Treiber für Büroimmobilien. Und umgekehrt ist es so, dass eine Wohnimmobilie stark davon abhängt, wie viele Arbeitsplätze ich erreichen kann aus diesem Standort. Und noch spannender war es, als wir dann gesehen haben, wie neue U-Bahn-Stationen dann plötzlich dafür gesorgt haben, dass man hat das so grafisch dargestellt und dann wird es auf einer Karte dann plötzlich von blau wird es dann rot, weil die Preise um diese Bahnstation herum steigen. Also das Thema Lage, Erreichbarkeit, wie viele Jobs sind erreichbar, denn je mehr Jobs erreichbar sind, desto mehr Leute ist diese Immobilie interessant und Nachfrage ist eher ein zentraler Treiber.
Oder ja. wie für dich, Marco, da in Magdeburg. Ja? Ich glaube, das hat vielleicht den einen oder anderen Zuhörer erstaunt, dass du plötzlich sagst, hey, wieso ist denn die 80 Quadratmeter Wohnung hier gerade der bessere Deal als die 40 oder 50 Quadratmeter Wohnung? Und das hat natürlich auch was mit Korrelationen von wer wohnt dort, wer lebt dort, welche Haushaltsgrößen, welche Einwohnerstrukturen gibt es dort und spielt das mehr dem Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt in die Hände oder spielt es eher dem Drei- oder Vier-Personen-Haushalt in die Hände und dann wiederum, welches Immobilienangebot, also welche Immobilienstruktur steht dem wieder gegenüber. Und dann kann diese landläufig geglaubte kleine Immobilie ist immer besser als die große tatsächlich hier und dort auch mal andersrum ausfallen. Und das ist etwas, wo nicht nur der Privatinvestor natürlich von profitiert, sondern was auch viele Immobilienentwickler, ja, die vor einem leeren Grundstück stehen und sagen, hey, was soll ich denn da drauf bauen? Dass die natürlich dann sagen, oh, schön, ich sollte wohl eher die 3- oder 4-Zimmer-Wohnung hier hinbauen und mal nicht die 1- und 2-Zimmer-Studentenwohnung, weil das der nachhaltigere Wohnungsmix an dem Standort ist und vielleicht dann mal nicht die Meinung 8 von 10 ist, dass es immer die 1-Zimmer-Wohnung ist, sondern in dem Fall auch mal 2 von 10. Es ist die größere Wohnung. Ja. Ja, das ist ein Riesenvorteil, also eine echte Zielgruppenorientierung. Also wir kennen eben ja auch ein paar Entwickler, also ein Beispiel, mit dem haben wir auch eine Serie gemacht, der ist bei uns im Coaching-Team, der vermietet eben betreutes Wohnen, baut das neu und weiß von sich aus, weil er sich sehr gut auskennt quasi in dem Markt, weiß ganz genau, in welcher Mikrolage das gefragt ist und setzt das Modell sehr erfolgreich um bei sich im Ort. Dann haben andere versucht, ihn zu kopieren, die haben aber quasi nicht so genau die ganze Thematik analysiert und haben 2 Kilometer weiter weg betreutes Wohnen gebaut. Da gab es aber einfach keine Apotheke in der Nähe und dann zieht da kein Senior hin, weil der muss halt, das ist sein täglicher Gang, der geht zur Apotheke, dann muss die erreichbar sein. Ne? Und so einen Zusammenhang natürlich zu erkennen, zu verstehen und umzusetzen in der Art der Wohnform, die ich herstelle oder betreibe, das ist Jackpot. Ja. Ich kann übrigens nur schnell zur Ergänzung, Magdeburg, die Hausverwaltung, wir haben das der gesagt, mit der wir da jetzt kooperieren, die sagte sofort, kann ich absolut bestätigen, immer diese 2-3 Zimmer, 50, 60 Quadratmeter, das sind ewig die Ladenhüter bei uns in der Vermietung, aber wenn ihr hier eine 80, 90 Quadratmeter, die ist mit Sicherheit sofort weg. Ne? Also es ist das, also wie gesagt, ich kann es noch nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber die Hausverwaltung hat es auf jeden Fall schon mal bestätigt. Ne? Also es ist ja, wirklich interessant. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das hat Einfluss auf den Preis, was euch vielleicht auch überrascht hat oder so? Ja, Christian hat ja von diesen Studien erzählt, die wir nebenbei immer machen. Also wir haben ja einmal, wie gesagt, dieses Value-Team, was an den Modellen selbst arbeitet. Und dann haben wir noch Themen, wo wir sagen, hey, das ist doch spannend, lass uns das doch einfach mal parallel anschauen und vielleicht wird daraus ja was. Und das war das eine Beispiel war eben die Cafés, die wir dort angeschaut haben. Wir haben also geschaut, Annahme war, dass es gibt Gentrifizierungsprozesse, wo ein Stadtteil spannender wird für neue Nutzergruppen und da kann man daraus vielleicht ablesen, dass jetzt immer mehr Cafés, wo junge Leute rumhängen, öffnen. Deswegen haben wir uns mal für so ein paar Städte die Eröffnungsdaten recherchiert, wann hat da welches Café aufgemacht und haben dann über die Zeit geschaut, wie sich dann Preise um diese Cafés herum entwickelt haben und haben tatsächlich einen statistisch signifikanten Unterschied gefunden von so um die 3-5% in den 12 Monaten nach der Eröffnung, wenn man das vergleicht mit vergleichbaren Standorten. Und genau, also solche Dinge sind natürlich sehr spannend, sind aber auch sehr schwierig dann zu integrieren, weil diese Gentrifizierungsprozesse, die laufen ja über sehr lange Zeiträume und Preishabel gibt es jetzt noch nicht so lange, aber wir versuchen eben schon durch diese Rückschau in die Vergangenheit zu verstehen, welche Prozesse da so die Märkte treiben und das dann über kurz oder lang auch in die Modelle zu integrieren. Sehr cool.
Eine Detailfrage noch, die mich interessiert, weil du hattest gerade auch gesagt, Bahnstation, das kennt also auch jeder. Also in München ist sehr frustrierend, ich kann das S-Bahn-Netz entlang gehen und in der Hoffnung, ich finde noch eine Station, an der die Preise niedrig sind, kann man jedem schon mal sagen, die gibt es nicht mehr. Wisst ihr, also ihr macht ja auch Prognosen eben, ne? Man sieht ja einen Preistrend. Wisst ihr, da kommt bald eine neue U-Bahn- oder S-Bahn-Station? Habt ihr irgendwie diese Information, versucht ihr an die Information ranzukommen, damit euer Preistrend das berücksichtigen kann? In Teilen passiert das, ja. Also nicht flächendeckend. Es sei denn, lieber, du hast eine andere Aussage, aber flächendeckend passiert das noch nicht. In Teilen wissen wir das, und wenn wir das wissen, kann man das halt auch in dem Tool sehen. Also wir hatten vielleicht, ich glaube, ein schönes Beispiel immer ist gut für die Zuhörerschaft. Wir hatten das in Hannover mal, war ein Neubau-Wohngebiet mit wirklich, wie man das so kennt, ja, ganz hunderte von Einfamilienhäusern sind da entstanden in dem Baugebiet. Und wir hatten tatsächlich in einer unserer Menüpunkte ist ja, was entsteht zukünftig dort noch? Also sind es Wohngebäude, sind es Infrastrukturprojekte, sind es Supermärkte? Also was wird demnächst dort noch hingebaut? Und je umfangreicher und je qualifizierter die Informationen sind, die unser 15-20-köpfiges Data-Team recherchiert hat, desto eher hat man dann auch einen Einblick als Nutzer darauf. Und da konnten wir zum Beispiel sehen, okay, Achtung, da wird die Tramstation oder die Tramlinie um eine Station erweitert. Also diese Information, es kommt eine neue Tramstation ans Ende des Baugebietes, die war drin enthalten. Ja? Und es war auch drin enthalten, dass der dass neben dem Aldi noch ein Edeka dazu kommt. Ob das jetzt ist keine Werbung, aber das war. Ja, Könnte und, auch ein Rewe sein quasi. Ja, könnte, genau. Ja, so. Okay. Also zu einem ersten Supermarkt kommt ein zweiter dazu und da sagte der Investor noch: Wow, wie cool ist das denn? Ja, weil er wirklich mit einem Klick auf diesen Menüpunkt sich diese Information ziehen konnte und dann eben auch ein Stück weit verstanden hat, warum die Preisprognose, die ist, die wir da zur Verfügung gestellt haben. Ja? Also ich denke mal, an solchen praktischen Beispielen kann man recht gut und nicht ganz so abstrakt zeigen, was da geht. Ganz wichtig, das ist noch nicht immer alles überall in der Fläche, in der Menge, Breite und Tiefe vorhanden. Ne? Ja, ja. Grundsätzlich funktioniert Price Hub aber deutschlandweit, ne? Also das ja, weiß ich, also auch schon. Ja, du kannst wirklich jede Adresse, die Google kennt, die kennen wir quasi auch. Und jede Adresse, an der man wohnen kann, an der eine Wohnimmobilie zur Verfügung steht, können wir den Marktpreis, den Mietpreis eben ermitteln. Genau, aber vielleicht nochmal trotzdem zur Vorsicht. Also bei unserer Bewertung bin ich sehr selbstbewusst. Bei der Prognose muss man immer ein bisschen aufpassen. Das weiß, glaube ich, auch jeder. In die Zukunft schauen ist ein schwieriges Thema. Das muss man eher wie einen Trend verstehen. Also die Preisentwicklung in der Zukunft, die wird von so vielen Faktoren beeinflusst und auch viele, die man vorher nicht weiß. Wenn man da investiert und dann hofft man natürlich, dass es eine positive Preisentwicklung gibt. Aber da würde ich mich nicht allein auf Price Tables Graph verlassen. Da muss man, glaube ich, auch da andere Faktoren berücksichtigen. Und wir arbeiten natürlich daran, dass diese Prognose so gut wie möglich ist mit den Daten, die zur Verfügung stehen. Und zumindest so die nächsten ein, zwei Jahre gut abzubilden. Aber Da ist, glaube ich, die Verantwortung jedes einzelnen Investors gefragt, kluge Entscheidungen zu treffen und nicht jedes Risiko einzugehen. Ja, absolut. Also alles, was über zwei Jahre, drei Jahre hinausgeht, wird dann unseriös in der Prognose, definitiv. Finde ich sehr gut, dass ihr beide das nochmal sagt. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen. Also ein Immobilieninvestor, ganz egal wie groß oder klein, oder nehmen wir mal den Privatimmobilieninvestor, der wird sehr, sehr wahrscheinlich die Immobilie auch noch mit einem hohen Fremdkapitalanteil kaufen. Das heißt, der finanziert die auch noch, was das Risiko deutlich erhöht. Also jetzt einfach, ich sag mal, einen Graph aus dem Tool zu nehmen und darauf zu wetten, das ist niemals eine gute Idee. Ja, da muss ich sehr viele andere Dinge noch beachten. Und ich glaube, dass auch euer AVM im Januar 2020 nicht wusste, dass bald eine Pandemie kommt und Gewerbeimmobilien massiv an Wert verlieren. Zum Beispiel, ne, sowas ist logischerweise nicht vorhersehbar, auch nicht für euer AVM. Ne.